Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu XCOM Enemy Within, wo ich erstmal ein bisschen verwirrt durch die Gegend klicke. Ja, die letzten paar Folgen liefen ja nicht ganz so toll, was auch daran liegt, dass jetzt der Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher ist. Ich habe ihn hochgedreht, weil mir ein bisschen langweilig wurde und weil ich, naja, ich weiß nicht, dumm bin? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Machen wir im Prinzip da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich könnte natürlich den Spielstand von vor der Invasion der Aliens, also von vor dem Hauptquartierangriff, neu laden und dann meine Leute mit den besten Waffen ausrüsten. Aber ich denke mal, auch wenn ich jetzt nicht Iron Man spiele, weil Iron Man in XCOM echt gefährlich ist, weil einige wirklich game-breaking Bugs drin sind, werde ich das so lassen. Ja, also ist passiert, ich will jetzt nicht nochmal die Mission durchleben, das wäre echt hart. Auch wenn ich es definitiv hätte besser spielen können. Egal, wir machen einfach weiter. Ich will hier irgendwann fertig werden. So, wie vor dem Angriff der Aliens warten wir immer noch auf das Psi-Labor, auf Genmodifikationen, verbesserte Medkits. Ich muss mal kurz gucken, wie viele Soldaten wir momentan wirklich im Dienst haben. Wir haben keinen einzigen Unterstützer mehr. Das ist ein riesengroßes Problem. Wir haben keine Sanitäter mehr. Das ist schlecht. Was mache ich denn da? Wir haben noch Cash. Das ist gut. Wir haben noch Hulk. Das ist auch gut. Snake Eyes. Nova. Stimmt, Nova hatte die Sache ja auch überlebt. Wir haben noch genug Scharfschützen. Und ich glaube, wir haben auch noch genug schwere Truppen. Obwohl wir Zane verloren haben, was schon doof ist, aber naja. Don't cry over spilled milk, ne? Es ist passiert. Verbesserte Minikits, yeah! Okay, Psi-Labor? Ja, yeah, Psi-Labor, awesome. Es brummt. Und es dampft. Und jetzt wird's interessant. So, da muss ich mir aber auch ein bisschen was überlegen. Genlabor, wo ist denn das Psi-Labor eigentlich? Ist das... Ah, da, Psi-Labor. Richtig, Psi-Labor ist ähnlich wie zum Beispiel Genlabor. Du kannst deine Leute in diese Tanks stecken, drei gleichzeitig. Und dann wird geguckt, ob sie psionische Kräfte haben, so wie die Außerirdischen, wie die Sektoiden zum Beispiel. Und... Das muss man erstmal rausfinden, ob sie solche Kräfte haben. Und ich werde gleich mal anfangen... fange ich mit Cash an? Ich glaube, ich fange mit Cash an. 10 Tage dauert das. Ich muss mir jetzt wirklich sehr gut überlegen, welche Leute ich da reinstopfe. Weil verwundete Soldaten kann man nicht reinstecken. Donny kann ich auch nehmen, weil er noch im Genlabor sitzt. Und für die Zeit kann ich sie halt nicht mit auf Einsätze nehmen. Deswegen muss ich mir jetzt schon ein bisschen... Ich nehme mal Kirill Kozlov, weil er unser Agent ist. Ja, wir hatten gerade erst einen Exalt-Einsatz, ne? Also hat er erstmal ein bisschen frei. Und dann nehmen wir uns noch einen schweren Trupp. Wir haben so viele. Oh, wir haben so wenige. So viele Low-Level-Truppen hier. Das ist grauenhaft. Das wird noch richtig ekelhaft. So, genau. Voll ausgelastet. Und dann gucken wir mal in 10 Tagen, ob wir Leute mit psionischen Kräften haben. Aber erstmal kam Donny aus seinem. Aus seinem Container, aus seinem Genmodifikationscontainer zurück und wir kriegen Geld von dem Rat. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Nee, überhaupt nicht. Habe ich noch nie gehört. Ja, lief hervorragend der Monat. Ich muss schon sagen, wir hatten praktisch keine Verluste, waren total vernachlässigbar. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Okay. Es ist der 1. Juli 2015. Aufzug. Munition sparen ist auch bald da. Wir haben bald das neue Jagdflugzeug erforscht. Das ist auch schön. Wir haben neue Truppen. Wen haben wir denn hier? Truppenweise Rekruten. Ja. Grün, weiß, grün. Grün, weiß, rot. Grün, weiß, rot. ich sehe ein Muster. Und nochmal grün, weiß, grün. Das ist ein grün, weiß, grün. Steht das überhaupt irgendwie? Ich weiß gar nicht, welche Flagge das ist. Okay, Aufzug ist bald fertig. Wollte ich noch die irgendwas bauen? Sind heute Morgen eingetroffen, Commander.
Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Psi-Labor ist gebaut. Überwellenverbindung wird gebaut. Dauert noch 10 Tage. Wow. Satelliten habe ich, glaube ich, erstmal genug. Strom habe ich nicht mehr viel. Ich müsste bald für mehr Strom sorgen. Ich könnte ein Illyrium-Kraftwerk bauen. Ist ziemlich teuer, liefert aber auch haufenweise Strom. Sogar mehr als das Erdwärmekraftwerk. Das sind 10 Credits pro Strom und das sind... also knapp 9 Credits pro Strom. Ist tatsächlich ein bisschen effizienter, was Geld angeht, aber wir müssen halt Illyrium, Legierung und UFO-Energiequellen auch noch aufwenden. Aber dafür verbraucht es auch sehr wenig Platz. Das werde ich dann wahrscheinlich hier hinbauen. Aber erstmal gucken, noch 1, 2 Gegenstände. Ich weiß, wir machen jetzt nicht gerade was Aufregendes hier, aber jetzt mit dem erhöhten Schwierigkeitsgrad muss ich mir, glaube ich, auch mal die Zeit nehmen. Ich brauche unbedingt bald neue Rüstung, bessere Rüstung. Das darf ich jetzt nicht mehr aufschieben. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. David Dog kann ich jetzt nicht ins Genlabor schicken, weil ich dann keinen guten Stürmer mehr habe. Das wäre irgendwie ein bisschen Selbstmord. Das heißt, ich warte jetzt nochmal den einen Tag. Dann ist der Aufzug hier fertig. Und dann können wir hier das neue Kraftwerk bauen. Den Strom werden wir irgendwann brauchen, also geben wir es mal in Auftrag. Und das dauert ja ein bisschen. Ist also auch nicht wirklich übertrieben, das jetzt schon zu machen. Wir kriegen bald Munition sparen. Endlich. Neues Jagdflugzeug, Psi-Tests, Überwellenverbindung. Meine Güte. Munition sparen. Hervorragend. Und noch kein Einsatz. Ich habe so ein bisschen Angst, dass Exalt irgendwann was, langsam mal was starten könnte. Machen wir mal einen Scan. Identifikation bestätigt. Position der Exalt-Zelle verifiziert. Genau, wir können jetzt, wir haben genug Geheimdienstinformationen, um ein Land zu beschuldigen, dem Exalt-Stützpunkt Zuflucht zu gewähren. Das könnten wir jetzt machen. Das heißt, Dumme ist nur, wenn wir daneben tippen, das heißt, wenn wir ein Land fälschlicherweise beschuldigen, dann zieht es sich aus dem XCOM-Projekt zurück. Und damit sind die Aliens halt einen Schritt weiter. Das heißt, nee, eher nicht. Gary Kosloff ist gerade leider indisponiert. Ja, genau, ich kann ihn nicht schicken. Stellen Sie sicher, dass die neueste Ausrüstung geprüft und geladen wurde. Ja, das wäre wirklich schön. Ich könnte Donny schicken. Ich habe ja noch Snake Eyes als Ersatz-Scharfschützin. Oh, ey, das ist schlimm. Das ist so schlimm. Nee, ich schicke einfach einen Rekruten. Ja, ich schicke einen Rekruten. Ja, bitte sehr, kriegst du das und ja, hier eine Nanofaserweste. Versuch nicht drauf zu gehen. Nein! Ah! Die Nerven liegen bei allen blank. Nein, du bist nicht Rekrute Nummer 35. Ah, hier. Emma Hughes, okay. Ja, weil selbst wenn sie dann im Einsatz drauf geht, ist das nicht so schlimm, weil das kein großer Verlust ist. Ich hoffe mal, sie geht nicht drauf, aber sie muss ja auch nicht kämpfen während des... Also, sie muss nicht kämpfen können als Spionin. Sie muss ja nur rumrennen, ein paar zu Knöpfchen drücken und versuchen, nicht abgeschossen zu werden. Also, insoweit. Verdeckte Einsatzkraft in Position, um Exor-Zelle zu sprengen in Russland. Schön. Dann halten wir die hoffentlich auch bald mal auf. Verdeckte Operation in 6 Tagen. Vielleicht wird das der nächste Einsatz. Sieht fast so aus. Wir haben das neue Jagdflugzeug erforscht. Großartig. Firestorm zur Herstellung verfügbar. Oh ja. Yeah. Firestorm ist cool. Das ist unser fortschrittlichstes Raum- und Kampfflugzeug mit vielen Verbesserungen basierend auf der Analyse außerirdischer Raumschiffe, Waffen, Energieversorgung und Navigationssysteme sind direkt von Alien-Modellen abgeleitet. Blöp. Sehr teuer, aber auch sehr, sehr geil. Titanrüstung. Will ich haben. Will ich haben. Einfach nur, weil sie extrem viel Schutz bietet. Es wird schön teuer, sie anzuschaffen für alle Soldaten, aber ich denke, mit dem höheren Schwierigkeitsgrad ist es nötig. Und verdeckte Operation. Okay.
Bauer, die Hyperverwendung ist im Gange. Unser Spion ist bereit zur Abholung. Jo. Okay, wir müssen ihn... Schwebender Kaiser, echt? Okay. Warum schwebt der Kaiser? Okay. Extraktionsmission also. So, erstmal... Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Alles abgeben und dann gucken wir mal. Ich will gute Leute. Einfach weil wir jetzt so viele gute Leute verloren haben, nehme ich jetzt wirklich die besten mit, die ich habe. Wo ist ein... Da bin ich... Ach, da ist Devil Dog. Okay. Mhm. Ich nehme auch Hulk mit. Ich nehme tatsächlich einen Rekruten mit. Weil ich die aufrüsten muss. Ich muss die unbedingt... ich muss den Klassen zuweisen lassen. Und ich brauche unbedingt Unterstützer. Wir haben keinen einzigen Unterstützer mehr. Und das könnte tatsächlich uns den Tod bedeuten. Zwei Scharfschützen wäre, glaube ich, ein bisschen heftig. Wir nehmen Nova mit. Und... Nee, den zweiten Rekruten wäre doch etwas sehr wenig. Feuerkraft. Den zweiten Mech kann ich gar nicht mitnehmen, weil ich mal einen Mech-Suit habe. Yinshun oder Colette Moreau? Ich glaube, nehme Yinshun mit. Wegen der zusätzlichen Raketen. So. Ausrüstung ist ganz normal. Scope? Naja, nicht, dass Snake Eyes es wirklich braucht, aber hey. Double Dog. Streulaser. Pistölchen. Ich sagte Pistölchen. Und... Chitinpanzer? Ja, Chitinpanzer. Falls sie aufs Maul bekommt, hält sie ein bisschen mehr aus. Mech-Anzug. Railgun. Damit ist Hulk wieder ausgestattet. Sie kriegt eine Schalenrüstung. Lasergewehr, Laserpistölchen und Scope, damit es auch was trifft. Schwerer Laser, Raketenwerfer haben wir nur den. Alien-Granate. Scheinrüstung, schwerer Laser. Und so komisch es klingt, ein Medikit für unseren schweren Trupp, weil sonst niemand, weil wir sonst kein Medikit dabei haben. Ist irgendwie... Ohne, ganz ohne Medikit aus dem Haus gehen, klingt nach einer richtig dummen Idee. Okay, los geht's. Mal sehen, wie Exalt uns jetzt auf die Fresse haut. Ich mach mal Fenster zu. Transporter ist eingetroffen. Und da viel Geraschel. Oh ja. Aufklärung berichtet von einer Exalt-Zelle in Russland. Strike One muss unseren Agenten um jeden Preis bei der Sicherstellung der Exalt-Daten schützen. Diese Karte macht doch viel Mut. Überall brennt es und das ist, sind Zeichen von Plasma. Moment. Einer unserer Agenten war gerade dabei, sich in mehrere Exalt-Funkrelais-Stationen zu hacken, als feindliche Kräfte in das Gebiet eingedrungen sind. Achso, ja. Entschuldigung. Wenn wir an die Daten gelangen wollen, muss Strike One ihn schützen, während er sich in die restlichen Relaisstationen hackt. Wenn wir unseren Agenten verlieren, sind auch die Daten verloren. Ziel wurde aktualisiert. Ja, da hat gerade einer meiner... mein Wecker geklingelt. Sorry. Und dabei war... dabei sogar für einen Zeitpunkt, den ich gar nicht brauche. Blöd, sag ich nicht. Blöd, nicht? Genau, diese Karte haben wir noch nicht gesehen. Das ist hier eine Militärbasis, die von den Aliens angegriffen wurde. Da ist ein Kommunikationsrelais. Da ist eins, da ist unser Agent. Hier ist eine große Lagerhalle. Also die bestimmt so den Großteil der Karte. Wir haben diese Panzer, die sehr gute Deckung darstellen. Und, aber ich glaube, sie können immer noch explodieren. Wir haben schließlich Treibstoff im Tank und so. Die Panzermodelle sind im Übrigen ziemlich detailliert. Also, mehr oder weniger, wenn man nicht zu nah rangeht. Es sind noch LKWs. Es ist ziemlich viel Deckung. Die Karte ist nicht unsagbar groß, aber wir müssen natürlich erstmal zu unserem Agenten hin. Jo. Snake Eyes kann noch aufs Dach, aber auf dem Dach ist extrem... Also ist eigentlich gar keine Deckung. Das heißt, das ist eigentlich keine so tolle Sache. Im Gebäude kämpfen will ich jetzt erstmal vermeiden.
sehen wir erstmal zu, dass wir irgendwie zu unserem Agenten kommen. Beginne mit der neuen Position. Unser Agent hockt natürlich genau auf der anderen Seite der Karte, was ganz toll ist. Snake Eyes kann auch noch einen Blick hier in die Richtung werfen. Es ist ziemlich dunkel auf der Karte. Rekruten nach vorne. Wo sollt ihr sonst hin? Stürmer nach vorne. Verstanden, Kommandeur. Und Yen-Shun kann sich mal hier um die Ecke. Ja, okay, und du, ja, du gehst einfach in Deckung, versuchst nicht getötet zu werden. Wäre das das Aus für die Mission bedeuten würde. Warum habe ich eigentlich eine Laserpistole gegeben? Okay. Habe ich, glaube ich, eine Tür aufgehen gehört. Vielleicht können wir da ja ein paar Rückschlüsse ziehen. So viele Türen sind auf der Karte nicht, aber vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Da ist zum Beispiel eine. Ach, da ist noch ein Helikopter. Ah. Boah, diese spannende Musik. Ja. Kann sogar per Leiter, per Regenrinne aufs Dach, aber irgendwie reizt mich das gar nicht. Mit Hulk vielleicht. Ja, mit Hulk aufs Dach steigen könnte tatsächlich sehr, sehr nützlich sein. Dann kann man wieder einfach von oben runterschießen, was natürlich wieder großen Vorteil bringt. Oder natürlich einfach nach unten wieder springen und dann richtig fett aufs Maul hauen. Ja, dann versuchen wir erstmal in den Teil der Karte zu kommen. Okay, womöglich sind in dem Gebäude hier drin Exol-Truppen. Gucken wir erstmal um die Ecke hier. Immer noch nichts. Aha. Hubschrauber. Warum können wir nicht in den Hubschrauber steigen? Das wäre doch mal awesome. Das wäre doch richtig cool. Einfach Exalt mit dem Hubschrauber, mit dem Kampfhubschrauber da abschießen. Das wäre doch super. So, Snake Eyes kann da in gute Deckung vorrücken. Müsste sie eigentlich bis zu unserem Agenten rübersehen können. Zumindest bis hierhin. Hier steht der Container im Weg. Naja. Okay, und dann können wir gleich die glückliche Zusammenführung unserer Truppe beginnen. Und unseren Agenten praktisch in das Team aufnehmen. Und treffen wir uns einfach bei dem Senderposten da. Bei dem Com-Relay. Genau, Com-Relay. Ja. Ich werde nicht die Tür aufmachen, also ich werde es versuchen, es nicht zu tun. Aber ich werde da auf jeden Fall mich drumherum aufstellen. Vielleicht kommen sie ja gleich da durchgestorben und wir können richtig schön im Nahkampf ein paar Schüsse abgeben. Wäre auch mal was. Exalt wird natürlich jetzt auch ein bisschen mehr drauf haben. Wegen des höheren Schwierigkeitsgrades. Okay. Versuchen wir mal hier Sichtkontakt mit unserem Agenten aufzubauen und mit den Exalt, okay. Genmanipulation erheblich verstärkt. Das deutet darauf hin, dass Exalt sowohl Zugang zu Meld als auch zu Laboranlagen ähnlich den unseren hat. Na geil. Trotzdem warne ich davor, dass wir uns dazu hinreißen lassen, die Physiologie unserer eigenen Soldaten in einem solch hemmungslosen Ausmaß zu verändern. Genau.
Je weiter wir natürlich auch mit der Zeit voranschreiten, desto bessere Waffen und Ausrüstung bekommt auch Exalt. Und unter anderem halt Genmanipulation und jetzt auch Laserwaffen. Das heißt, da müssen wir uns ein bisschen mehr in Acht nehmen. Und sie haben natürlich meine Agenten komplett flankiert. Schweinehunde. Okay. So, ich muss ein paar Leute nach vorne bringen. Ansonsten steht Hulk da halt komplett alleine und das ist auch irgendwie blöd. Blutdeckung ist aber Mangelware. Sagt euch schon, Als Snacker ist ein Schuss? Nee. Natürlich nicht. Warum auch? Aber wenn ich sie hierhin bewege, könnte es nächste Runde was werden. Okay, ein paar Feldposten haben wir. Okay. Ich habe so ein bisschen Angst, dass Exalt jetzt Feldposten aufgestellt haben könnte. Da haben wir Sicht auf einen. Wir haben ihn flankiert. Das klingt doch gut. Jawohl. 86. Versuchen wir mal wegzuhauen. Jawohl. Okay, das funktioniert noch. Ist doch schön. Okay, der geht nicht als in der Zone. Weil nicht Snaker ist, ihn flankiert hat, sondern Devil Dog. Okay. Versuchen wir mal noch ein bisschen mehr Sicht zu bekommen. Ah, da ist noch einer. Hervorragend. Okay, sie scheinen sich nicht wirklich bewegt zu haben. Ach du Kacke. Noch ein Port. Wisst ihr was? Ich glaube, ich verstecke Hulk ein bisschen. Also so weit es geht. Und lass Exalt einfach ein bisschen auf uns zukommen. Währenddessen kann ja mal unsere Rekrute ein bisschen versuchen, über die Flanke zu kommen. Da hinten bringt sie uns wirklich gar nichts. Wenn Exalt jetzt um die Ecke geschleudert kommt, dann können wir ein paar Schüsse abgeben. Das klingt nach einer einigermaßen guten Idee. Wir nächste Runde vielleicht aufs Knöpfchen drücken und einen Vorstoß unternehmen. Puh. Ist das ein schwerer? Ich glaube, das ist ein schwerer. Ja, der hat einen Raketenwerfer. Das gefällt mir nicht. Der ist nicht auf Feldposten gegangen, aber wie sieht es da hinten aus? Die haben sich verdrückt. Was? Dann drücken wir auch mal auf was. Unser Mann kann mit dem Hacken beginnen. Wir müssen nur die Relaisstation aktivieren, um an die Daten zu gelangen. Unser Agent hat die Exalt-Daten teilweise entschlüsselt und ihre Kommunikation vorübergehend gestört. Das sollte sie bremsen. So, jetzt können wir vorstürmen. Relaisstationen finden und hacken. Das ist zum Glück nur noch eine Relaisstation. Ach, da hinten. Was macht der da hinten? Höchst unwahrscheinlich, dass ich treffe. Doof. Sie hat auch schon Nahkampfspezialist, ne dann? Wenn der Typ auf mich zukommt, ist er dood. Naja, also nimmt extrem viel Schaden. Nächste Runde müssen wir, glaube ich, den Scharfschützen da ganz rechts unten platt machen. Der hockt uns schon jetzt in der Flanke. Das gefällt mir gar nicht. K
könnten aber auf den LKW drauf springen, aber es klingt auch nach keiner besonders guten Idee. Dann kann sie wenigstens hier den Weg entlang schießen. Hier direkt vor dem Gebäude entlang. Wenn die Aliens, würde ich schon sagen, wenn Exalt da auftaucht. Okay, jetzt haben wir aber wenigstens den Agenten einigermaßen in die Mitte der Gruppe bekommen. Der zweite ist da oben. Gehen wir einfach auf Feldposten. Ach ja! Ach ja! Da sehen wir in der Schau. Können wir vielleicht einfach unseren Rekruten abstellen, den Scharfschützen zu erledigen. Ja, die laden nach, um ihre Waffen wieder... Wo kommst du denn her? Was will er hier? Ah, wir haben da ein Loch reingemacht. Upsi. Okay, das wird langsam ein bisschen kritisch. So viele Gegner... Also, das wird ja eher richtig Nahkampf. Okay, dann flankieren wir die Schweinebacke mal. Kuckuck. Komm schon, kritischer Treffer. Wird doch wohl drin sein. Ah, reicht nicht ganz. Genau. Die haben zum Beispiel die Modifikation Adrenalinstoß. Ach, ich depp. Ja, es wird nicht reichen. Ja, daneben. Da habe ich nicht nachgedacht. Verdammt. Was haben wir denn hier? Nur 100. Damit können wir den ausschalten. Und das müsste jetzt in der Zone gelten und nicht unseren Zug beenden. Doch, hat ihren Zug beendet. Ach, Kacke. Könnt mich doch. Entschuldigung. Okay, jetzt haben wir aber auch noch einen Novas-Zug. Dann können wir vielleicht den hier wegräumen. Dann wir ausräuchern. Scharfschütze da hinten macht mir auch immer noch Sorgen. Ich nehme mal, versuche mal hier den sicheren Kill zu nehmen. Oh oh. Nein, da habe ich nicht nachgedacht. Der ist überlebt? What the fuck? Okay, der Typ hat gerade einen Schlag ins Gesicht von dem Mac überlebt. Nicht schlecht. Mal gucken, ob wir ihn nicht irgendwie aus seiner Deckung rausbekommen. Ja, okay, super. Unser Agent steht jetzt komplett ohne Deckung da, was richtig kacke ist. Jetzt aber. Mal gucken, was er macht. Okay, doppelte Bewegung. Sehr gut. Wir haben noch keinen Schaden erlitten, aber es läuft nicht ganz so, wie ich gehofft hatte. Gehen wir mal näher ran. Und guck mal, wie wenig Munition wir mit einem Schuss verbrauchen. Oh, Munition sparen ist so heftig. Jawohl, Kill. Yeah. Für unsere Rekrutin. Das ist gut. Puh. Ja. Alles wie geplant. Und auch unser Mech hat so viel Munition jetzt. Okay. Ich habe leider nicht ganz mitzählen können. Ich bin durcheinander gekommen, wie
Wir hatten hier noch einen Trupp aufgedeckt, aber ich weiß nicht, wo die jetzt hin sind. Die sind definitiv noch irgendwo aktiv. Bin unterwegs. Sowas. Ey, super. Bam. Er ist tot. Guckt mal, die haben tatsächlich Alien-Granaten dabei. Ist das ekelhaft. 5 Schadenspunkte macht eine Alien-Granate. Okay. Das war's aber auch erstmal für diese Folge. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn wir diese Folge, diesen Einsatz fortsetzen. Es sieht einigermaßen gut aus, aber was extrem wichtig ist, dass halt unser Agent nicht drauf geht, was momentan nicht ganz sicher ist. Ja, bis zum nächsten Mal.